Also mich freut es brutal, dass über 400 Jungschützen und Jungmarketenderinnen beim 32. Landesjungschützenschießen mitgemacht haben. Und das ja nicht nur für den Bund der Tiroler Schützenkompanien, sondern für den BTSK, für den Südtiroler Schützenbund und für den Welschtiroler Schützenbund ein Gesamt-Tiroler Landesjungschützenschießen. Es war die Zusammenarbeit mit den drei Schützengilden. Einzigartig, die drei Schießstände, die miteinander gearbeitet haben. Ja, wir sind jetzt so bei der Schützengilde Kundl. Wir haben, wie man schauen kann, relativ einen neuen Schießstand bauen dürfen. Die letzten Jahre sehr intensiv auch im Betrieb, den Schießstand. 10 Schuss Wertungsserie. Dann machen wir nur zuletzt den Königsschuss. Jan Brandbach und das Landesjugendschießen 2023. Sind wir noch zufrieden rausgegangen für den Schießen? Wir haben ganz oft trainiert und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, einmal ist gut gelaufen. Ja, ein, zwei Schuss. Ich habe halt alle ein bisschen vermurkst, aber sind ganz gut. Einmal. Ja, weiter geht es jetzt nachher. Geht es alles auf für Kremsach. Da ist ein Einzug zum Gottesdienst. Danach ist noch die Preisverteilung beim Volksspielhaus. Wir sind jetzt im Schützenkeller der Schützengilde Gramsach. Wir haben gestern und heute das Landesjungschützen-Schießen von ganz Tirol. Es ist einfach auch der Schießsport. Ein ganz wichtiger Bestandteil im Tiroler Schützenwesen. Aus dem sind wir ja entstanden. Und es ist ganz toll, wenn man auch den Jungen, den Jungschützen und den jungen Marketenderinnen das auch vermitteln kann. Ja, das ist die Zukunft. Einen anderen gibt es nicht. Weil die Buben, man muss die wieder reinbringen an die Marketenderinnen und die Jungen. Wir brauchen auch einen Nachwuchs. Die Jungschützen machen es natürlich wirklich riesig Spaß, wenn du siehst, wie sie ehrgeizig sind und gute Ergebnisse nachher teilweise auch bringen. Wir haben da natürlich einen tollen Partner gehabt mit dem Walter Backer. Der hat uns da eigentlich geführt. Der hat im Prinzip das ganze Programm zusammengeführt, dass alle drei Schießstände sofort miteinander kommunizieren können. Und die Ergebnisse sofort da sein. Also insgesamt haben wir 30 Stände gehabt, was die geschossen haben. Das ist das erste Mal, dass wir auf drei Schießstände schießen. Und das wird auf vorher Listen zusammengeführt. Also wir haben immer so Atemübungen, sodass sie ein bisschen Ruhe kriegen, so ein und aus und so, dass sie ein bisschen ruhig werden. Aber Kameradschaft steht natürlich auch an vorderster Stelle. Also man findet auch neue Freunde und alles, also bei uns im Fels, was nicht das bei den anderen ist, aber sicher auch, sind sicher auch alle nett. Die Kultur, gute Tracht, ist eigentlich von, man sagt, von den Großeltern, Eltern früher übergeben worden. Der Opa ist schon lange bei den Schützen und er hat immer zu Mama gesagt, das hat auch zu den Schützen gegeben und das hat mir immer schon gefallen. Vor allem ist die Tracht etwas, wo wir sagen, wir sind aus der Region, aus der Gemeinde, aus dem Schützenviertel. Ich bin bei der Ilmster Berner Schütze. Ich bin bei den Schützen in Kopfstadt. Das geht mir einfach gut. Du wachst da wieder raus, dann brauchst du alle nur hier nicht. Dann musst du wieder neu gewandt aufs Wasser gehen. Ja.
war also die Feldmesse außen, allgemein ein ganz schöner Rahmen mit zwei Musikkapellen und Erbenkompanie. Das haben wir eigentlich auch noch nicht oft gehabt. Natürlich stolz darauf, dass wir so viele Ehrengäste gehabt haben. Sehr viele haben sich Zeit genommen, heute teilzunehmen. Und das ist natürlich höchste Wertschätzung für die jungen Leute. Herr Major, vielen Dank für die Meldung. Bitte mit dem Festakt beginnen. Jawohl. Egal, ob es beim Aushocken ist, ob es auch bei Gottesdiensten ist oder auch wenn man Veranstaltungen macht im Ort, die Schützen sind immer einer, die sind an vorderster Front mit dabei sind und dort kräftig uns unterstützen. Gratulation zu dieser Veranstaltung und bitte macht es auch, lieber Bürgermeister, weiterhin so und unterstützt es, diese Tradition und diese Werte. Hoch! An! Was? Es wird der König Charles gekrönt mit einem wunderbaren Festakt in London. Aber das kennen wir auch. Wir haben einen wunderbaren Festakt da in Glamsach und es wird heute ein Schützenkönig oder eine Schützenkönigin gekrönt. Und das Schützenjahr 2023, das ist noch so jung und es ist heute schon einer der Höhepunkte in dem Jahr 2023 und auch für mich in meiner Karriere als Landeskommandant. Und wisst ihr warum? Weil ihr alle da seid. Weil ihr Schützen und Marketenderinnen seid und weil ihr genau den Schützengeist habt, den wir alle miteinander brauchen. Mein Wunsch an die Zukunft ist, dass wir in einem starken Miteinander, in der Gemeinschaft, in der Geschlossenheit eine gute Arbeit leisten können für unser Land und für unsere Leute.